Intellektuelle und Verantwortliche verschiedener europäischer Universitäten trafen sich an der Universität Francisco de Vitoria in Madrid, um über die Identität der Universität zu diskutieren. Die katholische Universität, Nostalgie, Imitation oder neuer Humanismus? Die Teilnehmer zeigten die neuen Herausforderungen für die Universitäten des 21. Jahrhunderts auf. Kardinal Poupart, emeritierter Präsident des Päpstlichen Rates für Kultur, eröffnete die Gespräche mit dem Anspruch, dass die Universität sich weder den Anforderungen des Marktes beugen, noch zu einer bloßen Absolventenfabrik werden soll. Konkret betonte er, dass die Universität eine umfassende Ausbildung zum Ziel habe, und zwar durch die Verbindung von Wissen und Entwicklung der Persönlichkeit. La Università debería ser precisamente el lugar. Die Universität sollte der Ort sein, an dem man nicht nur Dinge lernt und Wissen erwirbt, sondern vor allem, wo man sich entwickelt, ein Mensch wird, ein besserer Mensch. Ein Ort, wo die Menschlichkeit wächst. Der Kardinal unterstrich, dass die Universität ihre Aufgabe nicht vollständig erfüllt, wenn sie nicht der Evangelisierung dient. Die Universität wird so sein, wie ihre Lehrer sind. Nicht nur durch ihre wissenschaftliche und berufliche Kompetenz, sondern vor allem durch das klare Zeugnis ihres Glaubens, durch ihre ganzheitlich verwirklichte Menschlichkeit, in der die Wahrheit, das Gute und die Schönheit existenziell vereint sind. Kardinal Poupart schloss seine Rede mit der Behauptung, dass die Zukunft der Menschheit denen gehört, die den künftigen Generationen Gründe für das Leben und für die Hoffnung weitergeben können. Die Teilnehmer der Tagung betonten die Notwendigkeit, ein Netzwerk der katholischen Universitäten zu bilden, um gemeinsam zu arbeiten.